Kennt ihr das nicht auch, dass ihr zu Hause von was auch immer vielleicht etwas zu viel habt, weil ihr unterwegs gesagt habt, ah, das könnte ich brauchen, das könnte ich brauchen, aber wir haben uns nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich zum Beispiel brauche gutes Licht für zu Hause oder auch im Studio, wenn ich Songs schreibe oder Musik mache, am besten eine Art von, naja, entspannter Schreibtischatmosphäre. Wenn ich wiederum mit den Kiddies spiele im Wohnzimmer, ja, so ein Wohlfühllicht. Aber dann kommen wir zum Thema LED-Lampen. Was macht ihr damit, wenn die, sagen wir mal, fertig sind oder kaputt sind? Ich habe einen guten Tipp. Ich kann es nicht immer schaffen und darum geht es ja auch nicht, dass wir uns jetzt alle großartig verändern. Aber der kleine Unterschied macht schon, wenn man dran denkt und vielleicht beim nächsten Kauf im Supermarkt sich überlegt, Moment mal, kaufe ich jetzt Qualität oder Quantität? Und das Gute an der Sache ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist persönlich eine Sache ganz wichtig. Diese LED-Lampen, die gehören nicht in den Hausmüll. Auf gar keinen Fall. Es gibt nämlich extra Sammelstellen in Deutschland. Da könnt ihr die kostenfrei entsorgen und tut der Umwelt einen riesengroßen Gefallen. Der Umwelt und vor allem unseren Kids, die dann später mal diese Umwelt übernehmen werden. Wie auch immer, es gibt 1000 Sammelstellen in Deutschland. Wo genau, das findet ihr unter sammelstellensuche.de. Lasst uns gemeinsam am Thema Ressourcenschonung etwas machen und etwas Gutes für die Umwelt tun. Vielen Dank, euer Gelo Farin.